Name your game. Also, Frauen ansprechen müssen wir. Okay, charmanter Typ. Hast du von diesem Aufreißer gehört, der 1000 Mädels klar machen will? Diese Entschlossenheit, das muss ich auch lernen. Okay, die wollen alle nicht. Hier. Hi. Ach, schau mal da, eine Polizistin. Eine harte Nuss, aber sieht richtig gut aus. Damen in dem Alter sind nochmal anspruchsvoller. Ich zeige dir mal, wie das läuft. Hallöchen, Frau Wachtmeisterin. Wie wäre es mit einem schönen Kaffee? Wie? Wen nennst du hier Wachtmeisterin? Ich bin Kommissarin, du Knilch. Hoch, Verzeihung. Was willst du denn? Wenn du mich veralberst, kannst du gleich mitkommen. Jawohl, die Dame, wegen dem Kaffee. Ach, es geht um eine Verabredung. Dann laber beim nächsten Mal doch nicht so um den heißen Brei. Gut, du kannst auf mich zählen. Wie, im Ernst? Super. Du willst wissen, wo du in Shibuya ein gutes Kaffee findest? Das muss ich ja als Polizistin wohl wissen. Wie, nein, ich will... Bieg da ab, dann geradeaus und auf der rechten Seite. In Shibuya verlaufen sich viele Leute, also pass gut auf, ja? Ja, warte. Ich will doch mit dir Kaffee trinken gehen. Wie, mit mir? Ja. Ich glaube, der wurde verprügelt. Hast du das mitbekommen, mein Schüler? Lass Polizistinnen in Ruhe, egal wie gut sie aussehen. Merk dir diese Lektion für zukünftige Generationen. Der lernt's wohl nie. Oh, hier ist eine Medaille. Sisamon-Medaille. Super. Frühreifes Mädchen. Ich will ein neues Digivice zum Geburtstag. Schauen wir mal, was es gibt. Kaufsüchtige Hausfrau. Ach, dann hätten wir nach Akihabara gehen sollen. Hm, wo gibt es in Shibuya denn einen Elektronikladen? Weiß ich ja auch nicht. Wer bist du denn? Gieriges Mädchen. Was man im echten Leben kauft, wird am Eden-Avatar angezeigt, oder? Puh, wieso kann das denn andersrum nicht auch funktionieren? Schwatzender Schüler, ich habe gehört, dass Leute an einer Eden-Station hier in der Nähe Geister sehen. Ängstliche Schülerin. Uff, das ist ja unheimlich. Digitale Menschen in Shinjuku und Geister von Leuten, die am Eden-Syndrom gestorben sind. Alter! Aus dem Nichts erscheint eine menschliche Gestalt und verschwindet dann in der Menge. Naja. Ja, wen können wir hier noch ansprechen? Das ist die Frage. Ah, hier. Hier ist noch wer. Aha, Schnittenalarm. Wirkt auch eher zurückhaltend. Perfekt für einen Probelauf. Dann mach dich mal ans Aufreißen. Sprich sie an. Komm, das wird schon. Denke mal an diesen Spezialmove. Wenn du nicht weiter weißt, lächle sie einfach an. Auch wenn dir absolut gar nichts einfällt, kann ein attraktives Strahlen das Ganze retten. Natürlich vorausgesetzt, du siehst gut aus. Immer noch besser als nur dumm rumzustehen. Immer schön lächeln, dann liegt dir die Hübsche zu Füßen. Und jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Bitte was? Ach, mir fällt nichts ein. Okay, Zeit für Chitoses Spezialmove. Ich lächle. Ja, so läuft's. Lächle sie an. Grins. Huch. Was ist denn mit seinem Gesicht passiert? Soll das ein Lächeln sein? Grundgütiger, ich wusste gar nicht, dass man Gesichter so verziehen kann. Ich, muss... Aha!
Du musst noch viel lernen, was? Totaler Fehlschlag, was? Lass dich nicht davon beirren, mein Schüler. Wie schon gesagt, kann sich jederzeit alles ändern. Die Realität kann grausam sein. Behalt das im Kopf, dann klappt das schon. So, jetzt machen wir jedenfalls ernst. Wie, du hast noch nicht etwa dein Training vergessen? Immer hohe Ziele setzen. Auch wenn du dir einen ganzen Fanclub angelst, hilft das nichts, wenn du nicht an Yuko rankommst. Sie probiert gerne Essen und geht auf den Läden wie diesen hier. Sie hat einige Favoriten, also schauen wir mal in Nakano. So, zurück nach Nakano. Mal schauen, im ersten Stock scheint es einige Restaurants zu geben. Bingo, Ziel erfasst. Bild hübsch, genau wie auf ihrem Foto online. So, mein Schüler, jetzt zeigt dein Meister dir mal, wie das geht. Hallöchen, meine Hübsche, hättest du einen Moment Zeit? Du bist so schnuckelig. Da konnte ich nicht anders. Wollen wir ein Käffchen trinken gehen? Nicht so deins? Ach sowas, Fußball ist meine Leidenschaft. Ich übe gleich auf dem Platz in der Nähe. Lust zuzuschauen? Ganz ehrlich, bin ich zum ersten Mal hier. Kennst du gute Cafés? Uff, echt's. Haha, das war wohl nichts. Ups, wie gemein, auch noch nachzutreten. Den Rest muss ich aber dir überlassen. Geh hier hin und sei erfolgreich, mein Schüler. Räche mich. So viel Druck, das halte ich nicht mehr lange aus. Wir kennen uns schon, oder? Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Mir auch. Das Reisomelett ist spitze. Der dachte an was anderes. Deinem Gesicht nach ist dir nicht ganz klar, was dieses Gericht für ein würziges Wunder ist. Dabei war deine Wahl des Getränks im Zentralkrankenhaus so vielversprechend. Schade. Nein, vielleicht bin ich voreilig. Für Unwissenheit kann man schließlich nichts. Jeder muss Dinge für sich selbst entdecken. Falls du es noch nicht wusstest, man muss jeden Augenblick nutzen. Hier und jetzt, ich mache dir jetzt mal klar, wie köstlich dieses Reisomelett ist. Der wichtigste Bestandteil ist die Butter. Da wurde Sahne zu einer einzigartigen Konsistenz geschlagen. Das luftige Omelett mit jeder Menge von der Butter liegt auf einem guten Hühnchenbockgericht mit Reis. Du kennst das auch, oder? Dass man einen Teller mit wabbeligem Essen schütteln will, obwohl das schlechte Manieren sind? Hier kannst du das nach Herzenslust tun. Ich kann gar nicht beschreiben, wie das Gericht nach einem so herrlichen Spektakel schmeckt. Du verstehst wohl immer noch nicht. Sehen heißt glauben, wie man sagt. In diesem Fall wohl eher schmecken. Möchtest du es mit mir probieren? Puh. Dank dir konnte ich das Jumbo-Omelett von der Tageskarte probieren, für das man mindestens 2 Leute braucht. Herzlichen Dank dafür. Ach, Verzeihung. Ja, ich bin es. Ach, Ri. Nein, ich bin nur. Verstehe, bin gleich da. Ich muss leider gehen. Ich hätte dir als Dank gerne noch ein Gericht gezeigt. Aber das muss wohl warten. Schönen Tag noch. Du hast es wirklich geschafft. Wie? Da brat mir doch einer einen Storch. Wann bist du denn zum Profi geworden?
Habe ich mir von dir abgeguckt, ha? Ich wusste doch, dass du das Zeug dazu hast. Na, wie ist es gelaufen? Hast du ihre Nummer? Habt ihr euch verabredet? Alles in Ordnung, Grünschnabel? Als Chitose Schrei in meinen Ohren hallte, erinnerte ich mich an den Schrecken von eben. Das riesige, überlebensgroße Reisomelett von mir und Yuko Kamishiro. Bitte sehr, einmal das Jumbo-Omelett. Neben mir in meiner Verzweiflung befand sich Yuko mit ihrem rabenschwarzen Haar und einem Strahlen in den Augen. Für jeden meiner Bissen nahm auch Yuko ein. Wenn ich meinen Löffel hinlegte, tat sie es auch. Warum? Warum hat sie ihr Tempo an meines angepasst? Sollte das Rücksicht sein? Nur zu, nimm du zuerst, sagte sie zögerlich. Vielleicht sah sie, wie verblüfft ich war. Das darf ich nicht einfach alleine essen. Mein Ziel für heute liegt darin, dir dieses wundersame Reisomelett näher zu bringen. Alleine schaffe ich das nicht. Oder kann es sein, schmeckt es dir etwa nicht? Dabei bin ich doch ein gestandener Mann. Entschlossen ergriff ich meinen Löffel. Ich schlug zu, um ihre Erwartungen zu erfüllen. Ich aß weiter und Yuko tat es mir gleich. Doch es war zu viel. Bald schon protestierten mein Bauch, mein Hals, mein Hirn und meine Seele. Unser Held konnte nicht mehr. Bald würde es kein Zurück mehr geben. Doch als die unwirsche Art des Mädchens sich zu einem strahlenden Lächeln wandelte, gab mir das Entschlossenheit. Ich konnte nicht zulassen, dass dieses Lächeln erlosch. Ich ging mir über meine Grenzen und aß weiter. Doch so viel ich auch aß, das Reisomelett wurde einfach nicht weniger. Schließlich verlor ich ohne jede Warnung das Bewusstsein. Als ich wieder bei Sinn war, war der Berg aus Reis und Ei verschwunden. Ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, ich wäre nur einen Moment weggetreten. Als ich kurz in Yukos Gesicht blickte, strahlte mir ein breites, ketchupverschmiertes Grinsen entgegen. Ohne mit dem Lächeln aufzuhören, sagte sie: Yuko hat mir von dir erzählt. Du brauchst mein Konto, ja? In Wahrheit habe ich selbst meine Zweifel an Kamishiro. Aus diesem Grund werde ich dir helfen. Und das ist alles. Wie hängt sie denn mit Yuko zusammen? Warum hilft sie uns? Die aufsteigende Übelkeit hielt mich davon ab, sie das zu fragen. Bitte sei vorsichtig mit meinem Konto. So, jetzt noch der Abschluss unseres Menüs, das Bananenparfait. Und so erschien ein neuer Berg vor meinem fassungslosen Blick. Ab da erinnere ich mich nicht mehr so genau. Als letztes habe ich noch gehört, wie etwas auf mein Digivice heruntergeladen wurde. URL für Yuko Kamishiros Konto erhalten. Perfekt, da können wir gleich rein. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Yuko den ersten Schritt macht. Wir hätten sie von Anfang an ganz normal ansprechen sollen. Nun ja, jetzt ist es schon zu spät. Ich frage mich, wie es wohl bei Ryuchi und der Kleinen läuft. Sie schweigt mich die ganze Zeit an. Oha, mit der ist wohl nicht gut Kirschen essen, wie? Wir haben das Konto jedenfalls. Zeit, in den Server einzubrechen. Aber hat eigentlich jemand eine Idee, was wir dort genau suchen? Nee. Yuko wollte Beweise für die Zusammenarbeit von Kishibe und Hackern, keine spezifischen Daten. Deshalb installieren wir Malware auf dem Hauptserver von Kamishiro, dem Avalon-Server. Verstehe. Wir legen also ein Netz aus und überwachen die Daten, die beim Server eintreffen und hinausgehen. Hitose und ich sorgen für eine Ablenkung hier in der echten Welt, um die Security irre zu führen. Derweil bricht Nook von Eden aus in den Server ein und installiert an einem bestimmten Punkt Malware. Sobald das erledigt ist, können wir ein paar hochgeheime Informationen abfangen. Was regst du dich denn so auf? Das ist die leichteste Art Aufgabe, die es gibt, Mensch. Für Ablenkungsmanöver und Unterstützung braucht man meisterhafte Profi-Hacker. Außerdem ist Kamishiro der Gegner. Da kommst du mit der Unterstützungsrolle nicht klar. Das ist eine gute Gelegenheit, deinen Status als Grünschnabel abzulegen. Probier es mal. Avatare werden normal bei jedem Einloggen aktualisiert, aber dieses Mal schauen wir, dass das nicht passiert. Das fühlt sich vielleicht etwas unangenehm an, aber damit musst du klarkommen. Ich sage doch, das wird schon, du hast schließlich den Mut dazu. Geh in Stellung, wir melden uns, wenn wir bereit sind, loszulegen.
Lockt er sich für uns ein? Oder was ist sein Plan? Hitose tippt im luftleeren Raum rum. Okay. So, ich bin auf Position. Los geht's. Beginne Einlog-Vorgang. Yuko Kamishiro. Avatar-Daten werden aktualisiert. Aktualisierung fehlgeschlagen. Einloggen erfolgt mit bestehenden Avatar-Daten. Ich bin wohl mit Yuko Kamishiros Avatar eingeloggt. Jetzt sollte ich direkt in den Avalon-Server spazieren können. Aber jetzt bin ich zum ersten Mal mit einem weiblichen Avatar unterwegs. Das gefällt dir, ne? Dein Gesicht? Du grinst. Du denkst gerade an was Perverses, stimmt's? Ich ruhe mich doch aus. Bemutter mich nicht, aber sag mal, brichst du nicht gleich in einen Server ein? Dir ist schon klar, dass du keinen Kontakt mehr nach draußen aufnehmen kannst, sobald du drin bist? Du wirst Unterstützung brauchen. Deshalb habe ich eine Vertretung organisiert. Nimm Wormon mit. Frag ihn, wenn du etwas nicht verstehst. Der weiß etwa so viel wie ich. Viel Glück da drin, Wormon. Überlass das mir, Erika. Da guckst du, was? Wir zwei teilen uns ein Gedächtnis. Ich habe aus Erikas Gedächtnis das Hacken gelernt, also kann ich das jetzt so gut wie sie. Ich versuche sogar zu reden wie sie. Und? Was meinst du? Jetzt kapierst du es langsam. Bitte ihn um die Details. Ach, und sag meinem Bruder nichts von dieser Aktion. Wormon, achte du darauf, dass er keine komischen Sachen macht mit dem Avatar. Okay. Hey, was soll denn das heißen, komische Sachen? Egal, es ist jetzt jedenfalls alles startklar. Gehen wir zum Avalon-Server. Wir haben noch eine Nachricht erhalten. Bin gespannt. Das ist... Schon mal Ox am Berg gespielt. Wie wär's, wenn wir es mal ausprobieren? Früher habe ich gerne das Statuenspiel gespielt. Los, spielen wir es. Was machst du, wenn du auf einem Tierplaneten landest? Dich anpassen? Was ist das? So ein Psychotest? Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, hier sind wir falsch, glaube ich. Hier, das ist es. Ich bin in der Zentrale von Kamishiro, aber wie komme ich denn jetzt zum Avalon-Server? Fräulein Yuko, ich wusste nicht, dass Sie heute kommen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Super, meine Verkleidung funktioniert. Avalon-Server? Verstanden. Darf ich Sie eben begleiten? Hier entlang, bitte. Bitte sagen Sie mir Bescheid, falls Sie noch etwas benötigen. Bis bald. Wow, das ist also der Avalon-Server. Ich bin zum ersten Mal in einem Unternehmensserver. Wir sollen in das Zentrum gehen und die Malware einbauen, ja? Die Security-Digimon sind hier ziemlich stark, also pass gut auf. Woher ich das weiß, obwohl ich zum ersten Mal in sowas unterwegs bin? Wie gesagt, teile ich mir Erinnerungen mit Erika. Was Erika also weiß, weiß ich auch. Wie das möglich ist? Erikas Gedächtnis wird digitalisiert und in Eden gespeichert, um ihre Krankheit zu behandeln. Deshalb kann ich darauf zugreifen. Du kannst mich jederzeit alles fragen. Ich will den Datenabruf von Erikas Erinnerungsserver üben und sie hat gemeint, ich dürfte dir alles sagen. An welcher Krankheit leidet Erika denn? Durch ihre Krankheit fällt es Erika schwer, ihr Gehirn zu steuern. Normalerweise ist die Kapazität begrenzt, die Leute nutzen können.
Erikas Gehirn hat sich nicht so unter Kontrolle. Wenn man nichts dagegen tut, strengt es sich zu sehr an und wird überhitzt. Wie wird sie behandelt? Indem wir ihre Erinnerungen digitalisieren oder bei einem besonderen Server in Eden speichern, wird die Auslastung ihres Gehirns reduziert. Erika ist über ein Gerät ständig mit dem Server und den Erinnerungen verbunden. Sie synchronisiert sie manchmal und bearbeitet Daten im Krankenhaus. Das ist eine besondere Behandlung, die sie nur im Zentralkrankenhaus in Zusammenarbeit mit Kamishiro anbieten können. Was passiert sonst? Wenn man sie einfach lässt, geraten die Signale von ihrem Hirn zu den Organen durcheinander und schwächen sie. Gut, ich kann die Infos von Erikas Erinnerungsserver wohl ohne Probleme abrufen. Gut, gehen wir. Die anderen haben mit ihrem Ablenkungsmanöver schon begonnen. Erikas Erinnerungen sind in Eden? Ich konzentriere mich lieber erstmal auf die Mission.